Die USS Gerald R. Ford ist ein Flugzeugträger der Superlative. Das modernste Kriegsschiff der Welt. Seine Größe und Ausstattung sind spektakulär. Mehr als 12 Jahre dauert der Bau des Flugzeugträgers. Dieses Schiff hat ein gigantisches Potenzial. Es kostete rund 11 Milliarden Euro. Das teuerste Kriegsschiff, das jemals gebaut wurde. Ausgestattet mit neuester Technologie. Wir können jetzt die Kampfjets viel schneller starten und im Zielgebiet einsetzen. An dem Bau sind mehr als 1000 Menschen beteiligt. Ich habe noch nie mit einem so motivierten Team zusammengearbeitet. Sie alle verfolgen nur ein Ziel. Die USS Ford soll das Schiff der Zukunft sein. Die neue Technologie könnte aber auch versagen. Wir wussten gleich, das wird keine leichte Aufgabe. Der 22. Juli 2017. Im Marinehafen Norfolk im US-Bundesstaat Virginia wird dem Publikum der fortschrittlichste Flugzeugträger der US-Marine präsentiert, die USS Gerald R. Ford. ...333 Meter lang, 78 Meter breit, fast 100.000 Tonnen schwer. Ein Flugplatz auf hoher See. Nach mehr als 40 Jahren läutet die USS Ford eine neue Generation moderner Flugzeugträger ein. Eine schwimmende Festung, die den Anforderungen und Bedrohungen der modernen Zeit gerecht werden soll. Kein anderes Schiff transportiert mehr Flugzeuge und Waffensysteme. Die USS Ford hat eine gewaltige Kampfkraft und stellt bisherige Flugzeugträger in den Schatten. Dieses Schiff soll ein Symbol sein für die militärische Vormachtstellung der USA. Ein mobiler Flughafen auf hoher See, der seine ganze Kampfkraft auf jeden Punkt der Welt richten kann. Etwa 90% der Weltbevölkerung lebt in einem Umkreis von 150 Kilometern von einer Küste. Von einem Flugzeugträger kann man diese Gebiete erreichen und praktisch jedes strategisch wichtige Ziel in der Welt. Nach internationalem Seerecht gelten die ersten 12 Seemeilen vor der Küste zum Hoheitsgewässer des jeweiligen Landes. In diese Zone dürfen die Flugzeugträger nicht eindringen. Die US-Marine bevorzugt Auswärtsspiele. Von unserer heimischen Küste sollen Kämpfe möglichst ferngehalten werden. Eine Kriegsflotte besteht aus mehreren Schiffen. Kreuzer, Zerstörer, U-Boote, unterstützt durch ein Versorgungsschiff. Eine Kriegsflotte kann als Gefechtseinheit sehr flexibel eingesetzt werden, um verschiedene Aufgaben zu erfüllen. Die Kreuzer gehören zu den größten Kriegsschiffen der US-Marine. Sie führen fast 10.000 Tonnen Munition an Bord, verteilt auf verschiedenste Waffensysteme. Die Zerstörer sind schnell, beweglich und effektiv.
Sie sind mit Tomahawk-Marschflugkörpern ausgestattet. Raketen mit einem 500 Kilogramm Sprengkopf und einer Reichweite von bis zu 1600 Kilometern. In der Nähe der Flotte kreist auch immer ein U-Boot auf der Suche nach feindlichen Schiffen und anderen U-Booten. Mit an Bord Mark 48 Torpedos mit jeweils 300 Kilogramm Sprengstoff. Das Versorgungsschiff sorgt für Nachschub. Ob Essen, Treibstoff oder Munition. Die zentrale Rolle in der Flotte spielt jedoch der Flugzeugträger. Flugzeugträger haben die größte Kampfkraft an Bord und sind daher auch am teuersten. Darum bezeichnet man Flugzeugträger auch als kapitale Kriegsschiffe, weil immenses Kapital in sie investiert wurde. Es gibt weltweit nur 19 Flugzeugträger. 10 davon gehören den USA. Die USA bauen die meisten Flugzeugträger, aber andere Länder hätten auch gern welche. Bereits im Zweiten Weltkrieg zeigt sich, wie wichtig Flugzeugträger sind. Ende des Zweiten Weltkriegs hatten wir fast 100 Flugzeugträger. Sie alle zusammen hatten nicht mal annähernd die Schlagkraft von nur einem modernen Flugzeugträger. 1955 bildet die Typenreihe Forrestal die erste Generation der Superträger. Die Forrestal waren die ersten Flugzeugträger, die mehr als 75.000 Tonnen wogen. Daher die Bezeichnung Superträger. Mit ihnen konnte man zum ersten Mal mit Atomwaffen bestückte Flugzeuge an Bord transportieren. Sechs Jahre später folgt die Reihe Kitty Hawk. Und das Modell Enterprise. Ab 1975 werden 10 Flugzeugträger der Reihe Nimitz gebaut. Ihre Kampfflugzeuge erreichen jeden beliebigen Ort der Welt. Während des Kalten Krieges sind immer mindestens 15 Flugzeugträger einsatzbereit. Der Fall der Berliner Mauer leitet das Ende des Kalten Krieges ein. Ab 1993 werden die ersten Flugzeugträger aus der Flotte gezogen und verschrottet. Die US Navy befürchtet, ihre Aufgaben nicht mehr erfüllen zu können. Die Navy hat traditionell zwei Standorte für ihre Flugzeugträger. Zum einen im Persischen Golf bzw. im Indischen Ozean, zum anderen im Westpazifischen Ozean. Beide Regionen sind von den USA sehr weit entfernt. Um dort ständig präsent zu sein, benötigt die Navy eine ganze Reihe an Flugzeugträgern. Zwei sind vor Ort. Sie haben zwei abgelöst, die nach Hause fahren. Ein anderer ist auf dem Weg zum Einsatzort. Zwei werden gerade aufgearbeitet, zwei weitere sind in der Wartung und einer ist in der vierjährigen Komplettüberholung. Mit der USS Ford werden insgesamt 11 Flugzeugträger für ständige Präsenz sorgen. Das sind die Fakten. Anfang dieses Jahrtausends erweisen sich die älteren Flugzeugträger als technisch überholt.
Irgendwann kommt die Zeit, da bringt es nichts mehr, die Schiffe weiter zu reparieren. Unter dem Strich ist ein Neubau günstiger. Flugzeugträger halten etwa 50 Jahre. Die Navy-Ingenieure bestanden darauf, endlich eine neue Reihe zu entwerfen. 2008 ist es soweit. Der US-Kongress beauftragt den Bau eines neuen Flugzeugträgertypen mit dem Namen Ford. Die Ford-Typenreihe ist nach dem Präsidenten Gerald R. Ford benannt, der im Zweiten Weltkrieg als Marineoffizier diente. Flugzeugträger werden traditionell nach ehemaligen Präsidenten benannt. Der Kongress erwartet die Auslieferung des Superträgers im Jahr 2015. Der Bau des teuersten Schiffs der Weltgeschichte kann beginnen. Newport News im US-Bundesstaat Virginia. In dieser Schiffswerft soll das neue Flaggschiff der US-Marine entstehen. Schon seit dem Ende des 19. Jahrhunderts werden hier Kriegsschiffe für die US-Marine gefertigt. Keine andere Werft auf der Welt kann so große Flugzeugträger bauen. Wir bauen seit den 1930ern Flugzeugträger. Im Laufe der Jahrzehnte haben wir die Bauweise perfektioniert. Die Schiffswerft ist über 220 Hektar groß. Mehr als 20.000 Menschen bauen hier Tag- und Nachtschiffe. 70% aller US-Kriegsschiffe stammen aus dieser Werft. Herzstück der Anlage ist das Trockendock Nummer 12 mit 670 Meter Länge und 76 Meter Breite, eines der größten weltweit. Im November 2009 beginnt der Bau der USS Ford mit dem Schiffsboden. Nach 3 Jahren ist das fertige Schiff nur zu erahnen. In dieser Bauphase wird vor allem schwerer Stahl verarbeitet. Überall liegen Stahlseile, die wir Tag für Tag zusammenschweißen. Wir sind jetzt fast beim dritten Deck angelangt, das schon über Wasser ragen wird. Aber es liegt noch ein langer Weg vor uns. 2000 Tonnen Stahl, mehr als 4000 Kilometer Kabel und 90.000 Rohrverbindungen müssen in dem Schiff verbaut werden. Ein gigantisches Unternehmen. Das Schiff besteht aus Millionen von Einzelteilen. Wir verbauen eine unglaubliche Menge an Material. Rund 5000 Zulieferer aus dem gesamten Land versorgen die Werft mit Teilen und Material. Heute wird eine Ladung Stahl geliefert. Die Werkhalle für die Stahlarbeiten gehört zu den größten weltweit. Hier würden ungefähr 10 Fußballfelder reinpassen. Die Halle gibt es seit den 1880er Jahren. Heute stehen hier die modernsten Schwerindustriemaschinen, die es auf dem Markt gibt. Für den Bau des neuen Superträgers investierte die Werft 600 Millionen Euro in Hightech-Maschinen. Das ist eine von ihnen. Sie presst Vertiefungen in den dicken Stahl, als wäre das Teig. Das ist unsere mächtigste Formpresse. Sie hat eine Presskraft von 5000 Tonnen. Mein Pickup wiegt 2200 Kilo. Diese Presse entwickelt so viel Kraft, dass sie 2000 solcher Pickups stemmen könnte. Die Vertiefungen dienen später dazu, die Jets auf dem Flugdeck zu sichern. 7000 solcher Vertiefungen müssen gepresst werden.
Um die schweren Stahlplatten für die neuen Flugzeugträger herzustellen, wurde diese Anlage gekauft. Sie ist so groß, dass sie die gesamten Walzvorgänge in einem Ablauf schafft. Ein echter Fortschritt. Sind die Stahlplatten gewalzt, kommen sie auf dieses Gelände. Hier werden die Einzelteile zu Kammern zusammengeschweißt. Diese werden zu Modulen vereint. So schreitet der Aufbau des Schiffs Stück für Stück voran. Die Methode ist nicht neu, wohl aber die Ausmaße. Es sind die größten und schwersten Module, die je für einen Flugzeugträger montiert wurden. Ein Modul kann aus 20, 30 oder 40 Kammern bestehen. Darin befinden sich dann Schalträume, Pumpenräume, Lagerräume oder Abschnitte eines Fahrstuhlschachts. Sobald die Module stehen, werden die mechanischen und elektrischen Komponenten angebracht. Wir verlegen die Kabel, installieren elektrische Bauteile, die Belüftungsanlage, die Maschinen, eben alles, was ins Schiff gehört. Diese Bauteile nennen die Schiffsbauer Superlifts, extrem schwere Module. Sie wiegen zwischen 80 und 900 Tonnen, so viel wie ein Einfamilienhaus. Manche Superlift-Module sind in 2 bis 3 Monaten fertig, für andere brauchen wir über ein Jahr. Das Superlift-Modul wird schließlich zum Dock transportiert, um es mit den bereits fertigen Schiffsteilen zu verbinden. Dahinter steckt eine perfekte Choreografie. Der Zusammenbau ist bis ins kleinste Detail durchgeplant. Manche vergleichen das mit Legosteinen. An diesem Tag steht eine der größten Herausforderungen bevor, das Schiffsheck anzubringen. Es wiegt 932 Tonnen und besteht aus 32 Modulen. 80.000 Arbeitsstunden stecken allein in diesem Schiffsteil. Da drin steckt eine Menge an Ausstattung. Die Lenkgetriebe, die Stromverteilung, einige Tanks und ein paar Lagerräume. Die massive Heckkonstruktion soll am nächsten Morgen mit dem Rumpf verbunden werden. Ist sie einmal angehoben, gibt es kein Zurück mehr. Die Schiffsbauer dürfen sich keinen Fehler erlauben. Bei so einem großen Bauteil kann ein kleiner Fehler schlimme Folgen nach sich ziehen. Am nächsten Morgen bereiten sich die Werftarbeiter auf ihre heikle Aufgabe vor. Die Verbindung des fast 1000 Tonnen schweren Hecks mit dem Rumpf. Dazu nutzen sie einen besonderen Lastenkran, den Big Blue. Der Big Blue-Kran ist das Symbol unserer Werft. Er wurde beim Bau fast aller unserer Superträger eingesetzt. Er ist so groß, man sieht ihn schon von Weitem. Big Blue ist ein Brückenkran. Die Werft besitzt einen der größten auf der ganzen Welt. Auf jeder Seite des Docks verlaufen Schienen, auf denen der Kran über die gesamte Länge des Schiffs entlang fährt und seine Ladung zur gewünschten Stelle transportiert. Der Kran ist 71 Meter hoch und wiegt rund 4500 Tonnen. Big Blue wurde in den 70er Jahren gebaut und hat eine Ladekapazität von 900 Tonnen. Als wir den Auftrag für die Ford-Reihe erhielten, wussten wir, aus dem Kran können wir noch mehr rausholen. Er verfügt über 3 Winden. Wenn man sie richtig positioniert, schafft jede sogar 350 Tonnen. So können wir über 1000 Tonnen heben. Der letzte Check steht an. Die Ingenieure kontrollieren das Heck. Es hängt bereits am Kran und ist auf 12 Stahlträgern aufgebockt.
Wir haben vor zwei Tagen das Deck angehoben und auf die Träger gestellt. Das spart uns heute Zeit für den langen Transport zum Dock. In 70 Metern Höhe bringt der Kranfahrer Big Blue in Position. Dutzende Werftarbeiter stehen bereit für den Notfall. Für diesen Bauabschnitt stellen wir besonders viele Mitarbeiter bereit, um sicherzustellen, dass alles wie geplant abläuft. Wir überlassen nichts dem Zufall. Wir achten sehr darauf, dass sich niemand unter dem Schiffsteil befindet. Wir wollen jedes Risiko so weit wie möglich ausschließen. Nach einer Stunde ist das Heck am Rumpf angebracht. Das Schiff ist nun zu 50% fertiggestellt. Das ist schon ein tolles Gefühl, wenn man sieht, was man als Team erreicht hat. Um einen Flugzeugträger zu bauen, braucht man einen echt langen Atem. Nach zwei weiteren Jahren und 162 Krantransporten ist es soweit. Der gigantische Stahlkörper erhält sein zentrales Nervensystem, die Kommandozentrale. 611 Tonnen schwer, die modernste ihrer Art. Das Kommandozentrum jedes Flugzeugträgers wird auch die Insel genannt. Auf 7 Stockwerken arbeiten Dutzende Marinesoldaten. Vom Verbandsführer bis zur Flugkontrolle. Hier koordiniert der Airbus Start und Landungen der Kampfjets. Die Insel ist ein Kontrollturm mit Kommandobrücke, Luftraumüberwachung, Radaranlagen und Antennen. Die Insel steht auf dem Flugdeck. Doch das war nicht immer so. Die ersten Flugzeugträger sind umgebaute Frachter oder Kreuzfahrtschiffe. Sie besitzen noch keine Kommandobrücke. Die Schiffe waren gar nicht als Flugzeugträger konzipiert. Man setzte einfach ein Flugdeck darüber. Damit sind die ersten mobilen Start- und Landebahnen auf hoher See geschaffen. Aber die Pioniere stoßen bald an ihre Grenzen. Wie jeder Flughafen seinen Tower hat, braucht auch ein Flugzeugträger ein Kontrollzentrum. Wie soll man ohne Brücke Starts und Landungen und all die herumfliegenden Flugzeuge koordinieren? Die Dachlandebahnkonstruktion führt zu einem weiteren Problem. Sie versperrt dem Kapitän die Sicht. Unter dem Flugdeck steuerte er quasi blind durch das Meer. Sie brauchten dringend eine Lösung. Und das war die Insel. Seit dem Zweiten Weltkrieg werden nur noch Flugzeugträger mit Insel gebaut. Die befindet sich immer an der Steuerbordseite. Die Insel auf der USS Ford ist halb so groß wie die ihrer Vorgänger der Nimitz-Klasse und weiter hinten platziert. Den Unterschied zwischen dem USS Ford und einem Nimitz-Schiff erkennt selbst ein Laie auf den ersten Blick. Die neue Position vergrößert die Fläche des Flugdecks vor der Brücke um rund 2000 Quadratmeter, also etwa 8 Tennisplätze. Dadurch entsteht mehr Platz für die Jets. Wir können die Flugzeuge viel schneller in Startposition bringen und so 30% mehr Einsätze fliegen. Nach dem Einbau der Insel ist die USS Ford zu 96% fertiggestellt.
Die Produktion für das Schwesterschiff USS Kennedy läuft bereits auf Hochtouren. Doch im US-Kongress stößt das Projekt zunehmend auf Kritik. Das Budget für die USS Gerald R. Ford wurde bereits um mehr als 1 Milliarde Euro überzogen. Ich will wissen, warum die Navy die Kontrolle über die Kosten verloren hat. Ich weigere mich, weitere Gelder für den zweiten Flugzeugträger zu bewilligen, solange die Navy und die Werft die Kosten nicht in den Griff bekommen. Nicht nur im Kongress werden Zweifel laut. Selbst im Umfeld der US-Marine gibt es Experten, die die eingeschlagene Strategie für falsch halten. Ich bin mir durchaus bewusst, wie sehr die Flugzeugträger zum Erfolg der Navy in den letzten 70 Jahren beigetragen haben. Aber hält man sich heute ihre Effizienz vor Augen, ist ihre Zeit abgelaufen. Während die US-Marine auf die Flugzeugträger setzt, entwickeln andere Länder Waffen, um diese zu zerstören. Die gefährlichste ist die chinesische Dongfeng 21, ein Schiffskiller. Sie schafft in weniger als 12 Minuten rund 2000 Kilometer. Ihr Sprengkopf kann mit einem Schlag einen Flugzeugträger versenken, mitsamt seinen hochmodernen Kampfjets. Kritiker meinen, wegen der Entwicklung immer neuer Angriffsraketen seien Flugzeugträger schlichtweg nicht mehr zeitgemäß. 2012, 4 Jahre nach dem Baustart, steht das Prestigeprojekt der US-Marine auf der Kippe. Sind die Tage der Superträger gezählt? Oder können die Navy und die Werft das Gegenteil beweisen? Die Baukosten laufen aus dem Ruder und befeuern die Argumente der Kritiker. Sie sind der Meinung, die US-Marine sollte die Produktion einstellen. Die teuren Superträger seien nicht für die moderne Kriegsführung gewappnet. Aber im Pentagon findet das Projekt starke Befürworter. Sie führen Gegenargumente an. So wie die anderen immer bessere Angriffssysteme entwickeln, werden wir entsprechend bessere Abwehrsysteme entwickeln. Die USS Ford hat 2 Raketensysteme. Beide können angreifende Raketen und Flugzeuge ausschalten. Für einen Nahkampf ist der Flugzeugträger auch gerüstet. Der sogenannte Seavis ist mit panzerbrechender Munition geladen. Er feuert in der Minute 4500 Kugeln ab. Die US-Marine arbeitet an einer Waffe, die 6 hochintensive Laser zu einem gewaltigen Energiestrahl bündelt. Der kann gezielt Schiffssensoren zerstören. Raketen und Sprengstoff auf feindlichen Schiffen zünden. Oder unbemannte Drohnen zerstören. Und dann gibt es noch die Schienenkanone. Statt mit Schießpulver werden die Projektile mit Hilfe elektromagnetischer Antriebskraft hinauskatapultiert. Sie erreichen 6-fache Schallgeschwindigkeit. Und durchdringen Stahlwände. Es wäre ein leichtes, eine oder mehrere dieser Waffen auf einem Flugzeugträger zu installieren. Während der Kongress noch über den neuen Superträger debattiert,
arbeitet die Werft mit Hochdruck an der Fertigstellung. Die Schiffsbauer glauben, die Kritiker am besten dadurch überzeugen zu können, indem sie das Schiff endlich fertigstellen. Auch wenn der ein oder andere Zweifel aufkam, haben wir die Herausforderung angenommen. Wir wussten ja von Anfang an, dass es nicht einfach werden würde. Keiner von denen, die am Bau der USS Ford beteiligt sind, stellt sich die Frage, was bei der Arbeit schiefgehen könnte. Jeder hier gibt sein Möglichstes, um das beste Schiff zu bauen. Keine leichte Aufgabe. Im Oktober 2013 ist es schließlich soweit. Das Trockendock wird geflutet. Die Tochter des namensgebenden Präsidenten Susan Ford Bales öffnet die Schleusen. 380 Millionen Liter Wasser strömen ins Trockendock. Es dauert fast einen ganzen Tag, bis es geflutet ist. Und das erste Exemplar der neuen Flugzeugträgerklasse schwimmt. Einen Monat später, die Schiffstaufe. Ich taufe das Schiff auf den Namen Gerald R. Ford. Gott beschütze das Schiff und seine Mannschaft. Es ist jedes Mal ein tolles Gefühl, wenn die Flasche am Schiff zerschellt. Dann weiß man, gleich wird es zum ersten Mal in See stechen. Und man hatte einen entscheidenden Anteil daran. Die USS Ford fährt zu einem anderen Teil der Werft. Bevor der Superträger in Dienst gestellt werden kann, stehen ihm noch einige Testläufe bevor. Nach dem Stapellauf ist das Schiff noch lange nicht in Gefechtsbereitschaft. Das ist noch ein langer Prozess. Da vergehen Jahre. Der Flugzeugträger steht vor der größten Bewährungsprobe. Werden seine neuen technischen Systeme die Erwartungen erfüllen? Die beiden Neuheiten, die für die meisten Diskussionen sorgten, waren das Katapult und die Abbremseinrichtung für die Jets. Wenn diese Systeme nicht wie geplant funktionieren, kann die USS Ford ihren Zweck nicht erfüllen. Flugzeugträger haben primär eine Aufgabe: den Einsatz von Kampfflugzeugen rund um den Globus zu ermöglichen. Aber das können schon die Schiffe der älteren Nimitz-Klasse sehr gut. Sie liegen am Tag hunderte von Kilometern zurück. Die Herausforderung liegt in der Optimierung von Starts und Landungen. Ein Kampfjet benötigt an Land eine ungefähr 3000 Meter lange Startbahn. Sowas gibt es auf Flugzeugträgern natürlich nicht. Unsere Startbahn ist höchstens 332 Meter lang. Also brauchen die Kampfjets eine Unterstützung, um für den Start die nötige Geschwindigkeit von etwa 280 Kilometer pro Stunde zu erreichen. Dafür sorgt das Katapult. Die frühen Kampfflugzeuge sind wesentlich kleiner. Auch die Bomben wiegen nicht so viel. Daher können sie aus eigener Kraft vom Träger aus starten. In den Filmen über den Zweiten Weltkrieg sieht man das sehr gut. Wir nennen das Deck Run. Die Flieger starten vom Flugdeck des Trägers auf die gleiche Weise wie von einem normalen Flugfeld. Sie brauchten grundsätzlich keine Unterstützung durch ein Katapult. In den 50ern sind die Flugzeuge schon größer und tragen mehr und wesentlich schwerere Bomben an Bord. In der Nachkriegszeit ging es vor allem darum, die Flugzeugträger mit mehr Kampfkraft auszurüsten. Man brauchte für die schweren Flugzeuge eine effektive Starthilfe. Das führte in den 50ern zur Entwicklung des Dampfkatapults. Die
Seit 1955 ist jeder Flugzeugträger mit einem Dampfkatapult ausgestattet. Doch das Dampfkatapult hat auch Nachteile. Der Dampf entwickelt brutale Kräfte. Pilot und Maschine werden in nur 3 Sekunden von 0 auf 280 Kilometer pro Stunde katapultiert. Beim Katapultstart wirken enorme Kräfte auf das Flugzeug und die Waffensysteme. Mit der Zeit entstehen dadurch Schäden, die repariert werden müssen. Das kostet Geld und man muss Ausfallzeiten in Kauf nehmen. Da werden Tonnen von Material schlagartig in Bewegung gesetzt. Eine sehr wartungsintensive Technik. Man braucht eine Menge Personal, die unter dem Flugdeck das Dampfkatapult bedient und in Schuss hält. Ein weiteres Problem: Die Dampfkatapulte lassen sich nicht auf die modernen, viel leichteren Flugzeuge der Zukunft anwenden. Wir reden hier von unbemannten Kampfdrohnen, die vielseitig einsetzbar sind. Von denen könnte man viel mehr auf einem Träger unterbringen, weil sie wesentlich kleiner und leichter sind. Die USS Ford muss den Entwicklungen der Zukunft gerecht werden. Wenn ein heute 12-jähriges Kind später Ingenieur wird und seinen Traum von einem Flugobjekt umsetzt, das uns dient, dann wollen wir in der Lage sein, das starten zu lassen. Die USS Ford ist nach 50 Jahren das erste Schiff, für das ein völlig neues System zum Start der Flugzeuge entworfen wurde. Das sogenannte E-MOLS, ein elektromagnetisches Katapult. Es soll mehr Starts ermöglichen, dabei seine Kraft schonender entfalten und mit weniger Wartung auskommen. Das Herzstück bildet der sogenannte Linearmotor. Er besteht aus einem feststehenden Teil, den fixierten Schienen, und einem beweglichen Teil, dem Zugschlitten, an dem der Jet eingehakt wird. Er ist mit 160 Magneten versehen. Entlang der Schienen verlaufen elektrische Spulen. Sie werden nacheinander unter Spannung gesetzt und erzeugen Magnetfelder, die den Schlitten von einer Spule zur nächsten antreiben und den Jet in den Himmel katapultieren. Die Magnetspulen werden ständig umgepolt, sodass die vordere Spule den Schlitten anzieht und die hintere ihn gleichzeitig abstößt, bis zum Ende der Rampe. Vor dem Stapellauf hat die Navy das neue Katapult bereits 4 Jahre lang an Land getestet. Zunächst mit einer Super Hornet vom Typ FA-18, dem Standardkampfjet der US-Marine. Danach mit einer 26 Tonnen schweren C-2A Greyhound-Maschine. Und schließlich mit dem neuen Jet F-35 Lightning II. Die Starts mit dem neuen Katapult sehen zunächst vielversprechend aus. Doch 2014 gibt die US-Marine das Ergebnis der Testphase bekannt. Jeder 10. Start mit dem neuen Katapult misslang. Ein gewaltiger Rückschlag, der das Ford-Trägerprojekt ins Wanken bringt. Ein Schiff, von dem aus keine Flugzeuge starten können, ist schlecht für uns und für die Navy. Wenn die elektromagnetischen Katapulte nicht funktionieren, ist der ganze Flugzeugträger wertlos. Die Werft in Newport News, Virginia, hat ein Problem. Der teuerste und modernste Flugzeugträger der Welt erweist sich möglicherweise als Milliardengrab. Die Schiffsbauer suchen mit allen Mitteln nach einer Lösung. Aber die Zeit läuft ihnen davon und die Kosten explodieren.
Die Ford-Reihe stellt insofern eine Ausnahme dar, als früh entschieden wurde, schon den Prototypen mit revolutionären Technologien auszustatten. Bei so einem Projekt sollte man davon ausgehen, dass es immer wieder zu Rückschlägen kommen kann. Aber auch die Landefanganlage bereitet Probleme. Flugzeugträger sind einzig darauf ausgerichtet, möglichst viele Starts und Landungen zu ermöglichen. Wie viele Einsätze schafft man an einem Tag? Darauf kommt es letztlich an. Auf einem Schiff zu landen, gehört zu den schwierigsten Herausforderungen für einen Kampfpiloten. Der Pilot soll auf einer Bahn landen, die in Bewegung ist. Nicht nur das. Die Landebahn weicht in der Regel um 15 Grad nach rechts ab. Daher muss der Pilot im Landeanflug ständig etwas nach rechts korrigieren. Auf den ersten Flugzeugträgern werden die Flieger mit Hilfe von Fangseilen abgebremst, die über das Deck gespannt sind. Die ersten Bremshilfen waren noch Seile, die zwischen Sandsäcke gespannt wurden und die der Pilot mit einem Fanghaken am Heck erwischen musste. Später wurde dann das Kabelsystem eingeführt, bei dem die Fangseile im Schiff eingebaut sind. Das Prinzip ist aber das gleiche. Nur bremsen die Fangseile heute Jets ab, die mit 240 Kilometer pro Stunde landen. Für die Landung muss der Pilot den Fanghaken ausfahren und damit eines der drei Kabel auf dem Deck treffen. Beim Aufsetzen gibt er vollen Schub, um im Falle eines Fehlschlags wieder durchstarten zu können. Sobald der Haken am Kabel hängt, wird der Jet sofort abgebremst. Erst jetzt schaltet der Pilot die Triebwerke in Leerlauf. Die Kabelenden sind mit einem Hydrauliksystem unter dem Deck verbunden. Die Hydraulikzylinder absorbieren die Energie. Schon nach 2 Sekunden kommt der Jet zum Stehen. Ein zuverlässiges und effektives System. Eine FA-18 Hornet landet hier 4-mal so schnell wie an Land. Aber die enormen Kräfte, die beim abrupten Bremsen auf den Jet wirken, hinterlassen Spuren. Es gab über die Jahre immer wieder einige Verbesserungen an dem Hydrauliksystem und auch an den Fangseilen. Aber das physikalische Prinzip blieb immer das gleiche. Es gab zwar neue Ansätze, aber die Umsetzung wäre zu teuer gewesen. Und dann entwickelte eine Firma ein völlig neuartiges Bremssystem. Das ist jetzt unsere neue Landefanganlage. Für das Deckpersonal und die Piloten ändert sich dadurch nichts am Ablauf des Landeanflugs. Die neue AAG-Landefanganlage arbeitet immer noch nach demselben Prinzip mit dem Fangseil auf dem Deck. Doch die Technik darunter ist komplett neu. Die Kabel sind mit 2 Trommeln unter dem Flugdeck verbunden. Sobald die Kabel vom Jet herausgezogen werden, bremst ein elektromagnetischer Motor das Flugzeug gleichmäßig ab, unterstützt von Wasserturbinen, die die Energie absorbieren. Das System passt die Bremsstärke automatisch an, je nach Gewicht und Geschwindigkeit des landenden Jets. Beim neuen Bremssystem sollen weniger Kräfte auf das Flugwerk wirken. Unterm Strich bedeutet das, dass die Jets weniger Schaden nehmen und damit eine längere Lebensdauer haben. Das ist aber nur Theorie. In der Praxis treten erneut gravierende Mängel auf. Und die Entwicklungskosten belaufen sich am Ende auf mehr als 1 Milliarde Euro. 6-mal so hoch wie anfangs kalkuliert. Die US-Marine steht unter Druck.
Sie muss beweisen, dass wenigstens einige der neuen Technologien ihr Geld wert sind. Im Juni 2015 will die US-Marine vor Medienvertretern beweisen, dass das neue elektromagnetische Katapult inzwischen zuverlässig funktioniert. Zur Demonstration soll ein großer Stahlkörper vom Bug des Flugzeugträgers abgefeuert werden. Der Stahlkörper wiegt 6.800 Kilogramm, etwa ein Drittel des Gewichts einer vollbeladenen F-18. Der Stahlkörper simuliert ein Kampfflugzeug. So können wir sehen, ob die Geschwindigkeit des Katapults ausreicht und das ganze System funktioniert. Verläuft der Test erfolgreich, könnte das dem umstrittenen Programm zu neuem Schwung verhelfen. Andernfalls wäre es ein erneuter Rückschlag. Wenn es schief gehen sollte, müssen wir damit fertig werden. Und dafür sorgen, dass es funktioniert. Gleich ist es soweit. Der Stahlkörper wird an den Zugschlitten eines der elektromagnetischen Katapulte eingehakt. Jetzt wird sich erweisen, ob das neue Startsystem bereit ist, um in Betrieb zu gehen. Susan Ford Bales, die Tochter des Ex-Präsidenten, gibt das Startkommando. Der Schlitten erreicht nach 90 Metern eine Geschwindigkeit von 260 Kilometern in der Stunde und schießt den Stahlkörper in den Fluss. Das war der Beweis, dass das neue Katapult funktioniert und endlich eingesetzt werden kann. Für uns Schiffsbauer war das ein großer Tag. Damit haben wir bewiesen, dass wir in der Lage sind, neue Technologien zu entwickeln, zu bauen und auch einzusetzen. Ein Jahr später gibt es auch einen Durchbruch mit dem neuen Landefangsystem. Eine FA-18 Super Hornet wird bei einem Test 12-mal sicher abgebremst. Wir konnten zeigen, was wir schon immer wussten. Es funktioniert. Das Schiff kann jetzt in See stechen und wir sind stolz darauf. Im Juli 2017 ist die US-Marine von der neuen Technologie überzeugt und nimmt den Flugzeugträger in ihre Flotte auf. Die USS Gerald R. Ford ist der 11. Flugzeugträger der US-Flotte und der erste einer völlig neuen Generation. Es ist ein feierlicher Tag für den Kapitän und die gesamte Besatzung der Gerald R. Ford. Von diesem Tag an ist das kein Schiffsbauprojekt mehr, sondern ein aktives Kriegsschiff mit einer Mannschaft. In diesem Schiff steckt eine Riesenleistung. Wir sind in den Jahren an unsere Grenzen gestoßen. Es gibt keine größere Herausforderung für einen Schiffsbauer. Über die nächsten 3 Jahre wird die Mannschaft der Ford jedes einzelne System des Schiffs gründlich prüfen. Diese Testphase ist noch einmal wichtig, um zu beweisen, dass das Schiff im Ernstfall einsatzbereit ist. Wenn der Tag des ersten Einsatzes kommt, wird es ein unglaublich effektives Schiff sein. In der Werft ist unterdessen das zweite Schiff der Reihe bereits zu 50% fertiggestellt, die USS Kennedy.
Beim Bau der USS Ford haben wir eine Menge gelernt. Von diesem Wissen konnten wir dann bei der USS Kennedy profitieren. Die Kennedy soll im Juni 2022 ausgeliefert werden. Scheint noch eine lange Zeit bis dahin. Aber wir arbeiten jeden Tag hart daran. Der US-Kongress hat mittlerweile 3 weitere Flugzeugträger bewilligt. Für insgesamt fast 50 Milliarden Euro. Der Bau der USS Ford wird sicher in die Geschichte eingehen, als ein Meilenstein des Schiffsbaus. Aber es muss sich noch erweisen, ob der modernste Flugzeugträger der Welt gegen die Bedrohungen des 21. Jahrhunderts gewappnet sein wird. Wir finden immer einen Weg. Es kostet Zeit und viel Geld, aber ich glaube, der Aufwand hat sich gelohnt. Die Anfangsschwierigkeiten hat die USS Ford hinter sich gelassen. Nun muss sich der gigantische Flugzeugträger auf den Weltmeeren beweisen.